Jo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stellaris, diesmal in der zweiten Staffel tatsächlich, mit dem Andi. Hallo. Hi. So, zweite Staffel deswegen, für den abrupten Abbruch der ersten Staffel. Aufgrund der Mods gab es einfach zu viele Bugs. Zuerst war es von wegen, ihr habt es gesehen, die Flotte konnte ich nicht besiegen. Und dann haben wir einmal einen Testlauf gemacht, da konnte ich komplett einmal alles durchrasieren, was ich wollte. Aber die haben mich so einem Frieden sozusagen trotzdem erzwungen. Also das Spiel hat mich dazu gezwungen, einen Frieden zu machen, den ich selber gar nicht eingewilligt hätte und so eine Späße. Und ja, deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, ab sofort die Folgen nur noch Vanilla, und deswegen starten wir jetzt auch die zweite Staffel. Genau. So, dann mache ich einmal Start. Hier gehe ich auf die zweite Stufe und dann machen wir erstmal das in der Forschung, das in der Forschung. Ja, komm. Und das in der Forschung. Dann gehen wir erstmal in die Richtlinien. Lol, das hätte ich jetzt von meiner Fraktion nicht gedacht. Dass die erst Kontakt friedfertig und anfangs Grenzstatus offen haben. Lol. Das hätte ich jetzt nicht gedacht als Regime. So, Andi macht er wieder seine Welt, ne? Also seine Nation. Genau, und ich habe ja hier diese. Genau. Gespannt, wie so unsere Nachbarn drauf reagieren. Auf uns. Einmal hier lang forschen. Ja, doch. Doch, doch. Einmal Bergbaustation, bitte. So, und diesmal werden wir natürlich tunlichst darauf achten, dass wir Misswirtschaft vermeiden. Und uns eher mit den Leuten anfreunden, anstatt uns zu verfeinden. So, ich würde vorschlagen, das sieht soweit gut aus. Wir können denen. Nee, okay, wir können noch nicht, wir müssen noch warten. Okay. So. Wahrscheinlich sind wir nicht allein hier draußen. Macht Sinn, ne? Ich werde mir aber noch mal ein Forschungsschiff kaufen. Nur aus dem Punkt, weil es Sinn macht. Und schon nochmal eine Welt entdeckt, die wir kolonisieren könnten. Wunderbar. Wie sehen wir eigentlich aus? Wir sind. Was sind wir überhaupt für Viecher? Interessant, interessant. Wo war es mal? Entdeckung. Ja. So. Der baut gerade, okay. Du kannst, also, ich brauche Forscher, Erkundungsgeschwindigkeit und jawohl, das ist fertig. Das Thema Kunden. Dann darfst du gleich erstmal hier Forschung bauen. Ich würde vorschlagen, wir. Oh, wie lange dauert das denn noch? Butter. Ach, du bist fertig. Okay. Das Thema Kunden. Das heißt, ich brauche einfach noch ein Forschungsschiff. Schneller geht das. Und ein Konstruktionsschiff, danke. Wieso, weshalb ich die hier spiele, diese komischen Vögel, ob das selbstverständlich sind? Nein, ich habe das Spiel selbst erstellen lassen. Tatsächlich. Also das Spiel ist daran schuld, dass ich die hier spiele. Hier brauchen wir auch nochmal einen Anführer.
wechseln wir dahin. So. Du darfst dir einmal. Darfst du? Lass ich dich. Ja, ich lass dich den hier holen. Erkundungsgeschwindigkeit. Ja. Danke. Ich wollte ein bisschen Zivilindustrie aufbauen, jawohl. So. Achso, warte, kann man schon mal Blocker wegmachen? Ja, wow. Ein, okay. Einen konnten wir. Ich würde gerne hier runter und hier würde ich gerne hier so rüber. Nee. Vorerst sein lassen. So. Ist eine tote Welt, das andere ist nur. Ist eine tote Welt, okay. Warum ist die tote Welt größer? Das finde ich unfair. Jawohl, die nehmen wir. Hier machen wir mal eine Kuppe. Das können wir uns nicht leisten. Nee. Dann brauchst du erstmal eine Bergbaustation. Pff. Ich will schon wieder so viel auf einmal, merke ich gerade. Oh ja! Das ist immer so ein Ding, ne? Dem Spiel. Du willst zu viel auf einmal. Das willst du immer. Auf jeden Fall. Jawohl, Forschung ist beendet. Dann machst du bitte einmal. Das dauert noch 3 Monate, jawohl. Geht doch voran hier. Ja, dann Erforscher. Interessant. Verblüffen und einmal hier. Huch. Da. Alien-Schiffer. Oh, hä? Was für Alien? Da, Stärke 578, okay. Dann finde ich Stammer außen rum. Aha. Und dieses Mal schießt nicht auf unbekannte Schiffe. Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht.
neue Kolonie machen, ne? Mal überlegen. Die Frage ist, wo sind zusammen? Was sagst du? Die Frage ist, wo bist du? Suche mal den Nebel, also mit dem Namen Ibanic Vale. Und dann so ganz kurze Stücke links drüber. Ach du Scheiße. Wieso, wo bist du? Siehst du den Twin Fangs Nebula? Ja. Und da bin ich etwas darunter. Also komplett auf der anderen Seite. Okay, das kann interessant werden. Okay. Das wird interessant. Das ist es. So. Das wird ein bisschen dauern, ehe wir uns begegnen. Ja, erforschen. Naja, ich könnte ein Forschungsschiff abtreten und das sucht dann in die entlegenen. Das wäre eine Idee, ich meine, solange sich die anderen Reiche hoffentlich noch nicht so arg ausgebreitet haben, dass du da noch gut durchkommst, dürfte das funktionieren. Theoretisch. So. Ah, das ist fertig. Dahin. Ja, komm, das kannst du erforschen, das ist kein Problem. Jawohl. Habe ich genug Wohnung? Ja. Das dauert noch 12 Monate. Okay. Kein Problem. Das hier. Lull. Achso, ja. Ich wollte das da bauen. Zufälliger Name für eine Kolonie. Lu. Ja, das nehmen wir doch mal. Finde ich gut. Baugeschwindigkeit Planetar machen wir mal. Also ich finde so einen zufälligen Namen cool. Also Lulu. Ja. Interessant. Ja. Jetzt wissen wir, warum, wie der Videotitel heißt. Richtig weird, auf jeden Fall. Ich hab hier irgendwie hier ein Sternentor. Oho, ein Sternentor. Ja, die alte Überreste von etwas, das wie ein Sternentor aussieht. Nee, guck mal, die Dings, so Vorgänger. So. Andi und das Sternentor. Aha. Der ist bald fertig. Der ist auch bald. Ja. Hier ist er fertig. Dann darfst du immer wieder hier rüber. Aha. Warum wachsen die? Ach so, ich weiß, warum die so schnell wachsen. Ja, ich weiß. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ich habe ja so einen Modifikator dazu. Ich weiß warum. Okay, alles gut. Ernsthaft? Was ernsthaft? Ah.
Ich muss erstmal ein System vollständig erkunden, um überhaupt, bevor man einen Außenposten bauen kann. Macht Sinn, ne? So, das war. Oh, mit der 578er Flotte. Okay, ja, nee, dann kommen wir erstmal hier oben. Alles gut. Was macht jetzt hier richtig schön Sinn am besten? Verwaltungsbüros. Toll. Ja, das ist ganz gut. Oh. So ein schönes System. So, Physikforschung. Machen wir erst einmal das da. Das da, so. Was gibt es denn? Was ist denn das hier? Effekte schaltet die Bombardierungshaltung Überfall von. Nee. Nee, nee, komm. Komm, das da. Sinn. Du bist bei Ibanic Valley in der Nähe irgendwo, richtig? Ja, genau.
hast da jetzt ein Schiff hingeschickt in die Richtung oder was? Yep. Ah, okay. Abgeschlossen. Oh ja, bitte das hier. Danke. Na ja. Kolonie, das da. Nö. Diese Fraktion hat das mit Wortspielen. Nimm sie. Ist das die Wortspielfraktion oder was? Aber weißt du, wie das geschrieben ist? Auch noch, aber falsch. NIM-SI. Nimm sie. Okay. Okay. Das ist. Will Stellaris mir etwas damit sagen? Und das nächste Sternentor entdeckt. Yay. Oh Mann, ey. So, mit diesen Wortspielen würde ich sagen, das war's tatsächlich mit dieser ersten Folge. Die mir viel besser gefallen hat als die letzte Folge von der letzten Staffel. So, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Mit diesen ganzen Wortspielen. Mal sehen, wie viele Wortspiele uns noch begegnen werden. Und ob mich Andi finden wird, erfahrt ihr in der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Also bis dann. Tschüss.